ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem ersten Monatsrückblick in bewegten Bildern. Ich habe mir vorgenommen, euch jeden Monat so ein bisschen mitzunehmen in unseren Alltag und euch so ein paar Videoausschnitte zu zeigen. Und den ersten Teil, den seht ihr hier auch schon. Unser Monat startete nämlich mit einer Doppellongenstunde. Das war für mich das erste Mal. Ich habe vorher noch nie so eine Doppellonge in der Hand gehabt. Dementsprechend standen natürlich erstmal ein paar Klärungen an. Wie wird das Ganze überhaupt verschnallt? Worauf muss ich achten, wenn ich das dann am Pferd habe? Was sind die Unterschiede zum normalen Longieren? Wie mache ich das eigentlich mit dieser Longe in der Hand? Das haben wir natürlich erstmal ein bisschen im Schritt geübt und dann auch nachher dann im Trab. Das war für mich am Anfang erstmal ein bisschen ungewohnt mit der ganzen Longentüte leider in der Hand oder in beiden Händen, besser gesagt. Wunschkind hat das zum Glück total entspannt mitgemacht, als hätte sie nie was anderes getan. Nachdem wir das dann alles so ein bisschen im Schritt und im Trab geübt haben, haben wir uns dann auch schon mal an die ersten Volten gemacht. Wunschkind ist mir ab und zu immer mal so ein bisschen nach innen gekommen. Ich war auch teilweise recht nah am Pferd. Aber das ja, sind dann Sachen, die sich so ein bisschen mit der Übung ergeben. Hier erkennt man eben auch in den Volten, dass sie mir dann noch deutlich zu langsam wird. Also das Tempo noch ein bisschen zu stark rausnimmt. Aber das haben wir dann in dem Moment mal so hingenommen, weil das, wie gesagt, das erste Mal war. Im Trab fiel es mir ein bisschen leichter, weil die Longe da auch deutlich leichter auf Spannung zu halten war als im Schritt. Und dann haben wir nachher auch noch ein kleines Galüppchen mit dazu genommen. Ja, Anfang Januar stand dann auch der erste Ausflug an. Das erste Mal seit August waren wir wieder unterwegs. Eigentlich sollte es nach Süsel zum Galopptraining gehen. Das haben wir dann aber kurzfristig an den Strand verlegt. Das Wetter war bombastisch, wie ihr sehen könnt. Es war einfach super schön, mal wieder rauszukommen und was anderes zu sehen als die Halle. Und dann war der Januar eigentlich ziemlich geprägt vom Springtraining. Wir haben wieder angefangen. Die ersten Gymnastikstunden hatten wir im Dezember schon. Anfangs natürlich erstmal mit so ein bisschen Gymnastik, Stangenarbeit, viel Cavaletti-Arbeit, viel Reihenspringen. Da haben wir im Dezember mit angefangen, haben das dann auch im Januar ein bisschen verstärkt. Und dann ging es im Januar zum ersten Mal auch wieder zum Auswärtstraining, nämlich zum Parcourspringen. Das war natürlich erstmal für mich ein bisschen aufregend, das erste Mal seit August wieder so ein Parcours durchzuspringen. Wir haben deswegen auch ganz lütt angefangen. Sind extra in eine sehr große Halle gefahren mit 80 Meter Länge, weil ich zu Hause doch immer so ein bisschen auf der Bremse stehe. Und so haben wir uns gedacht, wir machen uns das ein bisschen einfacher, fahren in die große Halle. Wunschkind fand das alles total super. Die war mega aufgeregt und angespannt und war auch ganz schön krawallig. Teilweise hatte ich ordentlich Probleme, sie wirklich richtig durchzustellen und überhaupt ans Pferd ranzukommen. Sie war da sehr geladen. Deswegen haben wir zwischendurch auch immer wieder mal so einen Schritt zurück gemacht. Erstmal wieder so ein bisschen am Takt und am Rhythmus gearbeitet, ehe es dann wieder an die nächsten Sprünge gegangen ist. Teilweise war das Ganze dann noch so ein bisschen wild und auch noch so ein bisschen unrhythmisch und unharmonisch. Wunschkind wollte immer sehr gerne sehr viel und sehr stark nach vorne. Ich wollte natürlich gerne so ein bisschen die Kontrolle behalten, habe da teilweise auch ein bisschen zu stark mich durchsetzen wollen. Also ich hätte ein bisschen mehr einen Kompromiss anstreben sollen. Wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer. Grundsätzlich hat das Training aber wirklich gut funktioniert. Ich hatte natürlich so ein bisschen Probleme mit den Distanzen. Nach so einem halben Jahr ohne Springen war das ein bisschen schwer, da immer die richtige Distanz auf Anhieb zu treffen. Wunschkind hat mir da nicht so unbedingt geholfen, weil die eigentlich immer nur nach vorne wollte und unfassbar doll ja, gezogen hat, teilweise auch wirklich stark gegen die Hand gegangen ist, weil sie hier so ein bisschen ihr eigenes Ding durchziehen wollte. Das hat es mir nicht unbedingt leichter gemacht. Ich musste mich da also wirklich immer anstrengen, irgendwie wieder loszulassen, wieder nach vorne zu reiten. Für mich war das alles total wild. Ich hatte immer das Gefühl, es ist alles viel zu schnell und viel zu unkontrolliert. Aber als ich mir dann selber das Video im Nachhinein angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass das Tempo eigentlich gar nicht so schnell aussieht, wie es sich angefühlt hat. Aber dadurch, dass es eben alles noch so ein bisschen hakelig und so ein bisschen zuppelig war,
Das sieht man hier auch. Nur die Wechsel sind teilweise so ein bisschen hakelig. Dann kommt sie mir immer wieder so ein bisschen gegen die Hand, fängt wieder an mit ihrem Schütteln, weil sie sagt, finde ich alles total doof, lass mich lieber nach vorne. Also es war alles in allem zwar wirklich ein guter Einstieg und es war deutlich besser gelaufen, als ich es nach einem halben Jahr überhaupt vermutet hätte. Aber es waren eben auch viele kleine Patzer drinne und man hat eben auch schon gemerkt, dass die Übung einfach fehlt. Wunschkind hat sich relativ stark gemacht. Die ist ja ohnehin schon nicht das rittigste Pferd und die Rittigkeit im Parcours mussten wir uns echt lange erarbeiten. Die ist natürlich so ein bisschen flöten gegangen. Ja, nach einem kleinen Training zu Hause mit Gymnastik und Stangen gab es dann noch gleich die zweite Runde Parcours-Training. Wir haben da auch immer erstmal angefangen mit so ein bisschen Rittigkeit. Wunschkind war auch beim zweiten Mal wieder extrem krallig. Dieses Mal allerdings auch leider noch so ein bisschen stutig und ein bisschen zickig. Also jede Hilfe, die zu viel kam. Und jedes Mal, wenn ich nicht schnell genug reagiert habe, ist sie ein bisschen ausgerastet. Deswegen haben wir am Anfang auch erstmal wieder so ein bisschen versucht, an der Rittigkeit zu feilen. Diese Distanz sind wir zum Beispiel mit unterschiedlich vielen Galoppsprüngen geritten. Jetzt waren es eben 8. Dann sind wir mal mit 6 geritten und dann später auch mit 7, um da einfach erstmal wieder so ein bisschen Bewegung ins Pferd zu bekommen und ein bisschen ja, uns zusammenzuraufen und festzustellen, dass man eben auch das machen kann, was ich oben drauf möchte und nicht nur das, was das Pferd möchte. Das war ihr nämlich gerade wichtiger. Wunschkind hatte grundsätzlich wieder einen super Zug nach vorne, war ordentlich auf Krawall gebürstet gleichzeitig. Aber ja, nichts, was ein bisschen Training nicht ändern könnte. Alles in allem bin ich aber mit einem guten Gefühl wieder nach Hause gefahren, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal. Fehler sind natürlich da, daran muss gearbeitet werden, aber nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder mit unserem Januar. Richtig viel passiert ist natürlich noch nicht. Es war noch alles sehr trainingslastig, weil wir eben auch versuchen, erstmal wieder so ein bisschen auf den Stand zu kommen, den wir vor unserer Koppelverletzung hatten. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber im Februar sind schon wieder ein paar andere neue Sachen geplant. Da wird es auch die ersten Lehrgänge und vielleicht auch das erste Turnier geben. Das heißt, da wird es dann vielleicht im Monatsrückblicksvideo vielleicht auch wieder schon ein bisschen mehr für euch zu gucken geben. Bis dahin!